Heute wird unser Stern abgenommen und wieder in den Keller gepackt. Heute erst, werden Sie fragen, aber tatsächlich endet die Weihnachtszeit erst mit dieser Woche. Und es ist so eine schöne Ermutigung vom letzten Sonntagstext, dass Gott, der am Anfang aus Licht aus den Finsternissen hat leuchten lassen, auch einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben hat. Und das würde ich mir wünschen, dass auch da, wo jetzt die Weihnachtssachen, die Sterne wieder schweigen und stille werden und erlöschen, dass wir den Schein in unseren Herzen behalten und mitnehmen, jetzt in die Passionszeit und den Frühling, auf den ich mich freue, auch hinein an die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und die Wahlen, die kommen, hinein in die Gespräche, die wir führen mit den Menschen, um wieder mehr Gemeinschaft zu haben und all das, was uns herausfordern wird in diesem Jahr. Dass dieser Schein in unseren Herzen dann hell leuchtet, auch wenn die Weihnachtsdeko weg ist und wir so Kraft und Mut und Hoffnung behalten für all das, was kommen wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen zu diesem Sonntag alles Gute und alles Gute für all das, was kommen wird, auch jetzt in der kommenden Zeit.